So, herzlich willkommen zum allerechtesten, jetzt plöppt hier Sky Go auf, Digga. Man kennt ihn. Komm, jetzt zöger meine Ansage hier nicht raus. Okay, zum allerechten Deckenventilator! So, ja, ich ziehe eh hier aus. Wie man sieht, meine Wohnung hinter mir sieht einfach nur noch scheiße und rudimentär aus. Von daher legen wir direkt los. Jetzt kann ich SkyGo eben schließen oder auch nicht. Wir geben uns heute den Start bzw. das Teilnehmerfeld Vorstellung von Julians Blog. Kleiner Spoiler, ich bin nicht dabei. Ich wurde nicht angenommen. Deswegen schauen wir jetzt mal, was denn so angenommen wurde. Nicht? Ich check nochmal ganz kurz. Sorry, tut mir leid. Aha, alles läuft. Perfekt, oder? Super. Ja, legen wir los. YouTube. Ich kann mich kreativ auf jeden Fall richtig geil entfalten hier. Corona, Rona, Rona, Rona. Es ist vollbracht. 2400 Mails wurden an corona@aol.com verschickt und ich bin fast daran zerbröselt, weil ich nur mit 500 gerechnet hatte. Ich will mich aber gar nicht beschweren, vielen Dank für die rege Beteiligung, ihr Penner. Das Teilnehmerfeld wurde von 16 auf 32 aufgestockt und morgen um 18 Uhr sind alle Qualis online. Also wer sich alles geben will, hat um 18 Uhr die Möglichkeit, sich anderthalb Stunden mit Qualis zu beschäftigen. Aber ich habe auch gedacht, dass es Leute... Aha, okay. 2400 Qualis finde ich tatsächlich auch sehr viel. Wobei man sagen muss, dass ich denke, dass viele auch einfach... Also erstens konnten ja 3 Tracks abgegeben werden. Wenn man diese Summe natürlich durch 3 rechnet, dann ergibt sich schon eine deutlich kleinere Anzahl an Qualis. Aber kann auch sein, dass 2400 Individuen abgegeben haben. Also auf jeden Fall sehr viel. Und Julian hatte auf jeden Fall 24/7 war zu gucken. Und wahrscheinlich... Aufgrund der niedrigen Videoanforderungen haben sich auch viele wahrscheinlich gedacht, ach komm, mache ich einfach mal. Was soll's. Weil im JBB und JMC war ja immer auch, wenn man kein gutes Video hatte, ist man meistens sowieso nicht reingekommen. Außer Ausnahmen. So. Die Langeweile haben und den ganzen Tag nichts zu tun haben. Wir leben ja in der Corona-Krise mit Ausgangsbeschränkungen und tralala. Deswegen gibt es zusätzlich als Bonus ein Line-Up. Wer also nicht bis 18 Uhr warten will, der kann sich darauf freuen, dass er sich morgen alle 15 Minuten eine neue Qualifikation reinziehen kann. Von 10.15 Uhr bis 18 Uhr könnt ihr also den ganzen Tag Qualis genießen, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr das nicht wollt, um 18 Uhr ist alles online und ihr könnt dann stöbern, wie ihr lustig seid. Von dem standardmäßigen Wochenrhythmus verabschieden wir uns in der Qualifikationsphase also erstmal, damit ihr was habt, was ihr euch geben könnt, um diese omnipräsente Scheißkrankheit, die gerade rumgeht, mal für ein paar Minuten oder vielleicht sogar Stunden zu vergessen. Die Corona-Cypher soll Ablenkung, Spaß und Unterhaltung schaffen. Und ja, das klingt irgendwie wie die Werbung für ein Überraschungsei, ihr Jämmerlichen. Aber fangen wir an mit dem morgigen Line-Up. Gut, jetzt kommen ja die Teilnehmer, würde ich mal sagen, die vorgestellt werden in kurzen, ja, es geht 13 Minuten das Video, also kann er eigentlich die nur kurz anteasern bei 32 Stück, ne, kann man sich ja ausrechnen. Und ich werde kurz immer was sagen, ob ich die kenne oder nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man den Rap von denen hört. Schauen wir mal. Den Anfang macht Dufresne um 10.15 Uhr und was könnte es anderes sein als natürlich Rap, der selbstverständlich nicht zu kurz kommen wird in der Cypher. Er bringt Covid-Bars als One-Take-16er mit ein paar guten und vor allem Dein Mikro ist wahrscheinlich aber ungefähr 8 Millionen mal teurer als meins. Ja. Kenne ich jetzt nicht, sagt mir nix, Video, ja gut, ne? Die Anforderungen ans Video hat Julian ja eh komplett runtergeschraubt, was auch nicht schlecht ist, weil dann können Leute, die wirklich gut rappen können, sich eher beweisen durch diesen Rap-Skill, ne? Und nicht durchs Video. Vernünftigen Aussagen, stabiler Einstieg ins Turnier und ein bisschen Vernunft für alle, die wegen Corona völlig am Abdrehen sind, Stichwort Hamsterkäufer. Um 10.30 Uhr kommt dann Detox Vengeance mit Dancehall. Okay, Detox kenne ich. Wir hatten auch privat mal ein bisschen Kontakt. Schreiben ab und zu mal. Ja, ich lass mal eben kurz Julian reden. Flavor in einem Prä-Corona-Krisensong um die Ecke. Er ist sound- und videotechnisch professioneller unterwegs und hat was eingereicht, was nicht in 5 Minuten entstanden ist. Gewohnter Überschritt mit einem sauberen Mixmaster und einem hochwertigen Musikvideo. Außerdem absolut musikalisch. Ja, kann man nichts so sagen. Detox hat auf jeden Fall immer Baba Beats. Rappt gut, singt gut. Sehr stabiles Gesamtpaket. Wundert mich gar nicht, dass der angenommen wurde.
Um 10:45. Ach so, ja, die Beats laufen scheinbar im Hintergrund. Die kann man dann natürlich auch schon mal ein bisschen so bewerten. Kommt Camro und wer bei diesem Track nicht komplett ausrastet, hat Rap nicht verstanden. Der macht so viel Druck beim Rap, als müsste er aus Kohlenstoffatom Rohdiamanten pressen. Das ist Rap, Morfogger. Jeder, der disliked, ist ein... Ihr wisst, was ihr dann seid, auch wenn YouTube mir nicht erlaubt, es zu sagen. Einer der absoluten Spitzenleute in der Cypher. Okay. Kannte ich jetzt auch nicht. Ich hatte nur kurze Denkpause wegen dem Wort Cypher und dachte, hä, die ist doch noch gar nicht. Naja, kenne ich nicht, Beat hat sich geil angehört. Oh. Dann kommt Nico Ritter um 11 Uhr geschmeidig reingesteppt und bringt einen Track, der im Gegensatz zu den ersten drei Qualifikationen nicht nach vorne geht, sondern er fährt einen entspannten Ich liege in der Sonne und chill mein Lebensstyle. Wunderbarer Nicht-in-die-Fresse-Song. Kenne ich auch nicht, hörte sich aber ganz korrekt an. Ich mag ja auch diese Cloud-Richtung teilweise, wenn es nicht zu viel Autotune ist oder so. Konnte man jetzt nicht viel zu sagen, scheinbar hat er aber nur einen Equalizer als Video. Ich wusste nicht mal, dass das auch angemessen ist. Ich dachte, man soll sich selbst filmen. Abwarten. Dann kommt Lasko um 10:45 mit seinem Fahrrad in Blau und ebenfalls mit Dancehall-Flavor. Er lässt die Hände weg von Kriminalität, das ist auf jeden Fall eine schöne, vernünftige Message für die jüngeren Zuschauer und musikalisch überzeugt er auf ganzer Linie. Ein schöner Hit für den Corona-Sommer, der uns nun mal leider bevorsteht. Ja, kenne ich auch nicht. Scheinbar wird das öfter, werdet ihr das öfter von mir hören, weil ich kenne bis jetzt echt wenige. Um 11.30 Uhr kommen dann die Soapboys aus Österreich, wobei ich nur einen Soapboy erkennen kann und der gibt einen Quarantänesong zum Besten. Und es ist vor... Digga, kennt ihr diese Leute, die auf Instagram einfach Hashtag Soap-Eating machen? Digga, ich gucke ja öfter mal so Videos auf Instagram, ich kann es euch mal kurz zeigen. Die sind... Ich feiere die Sachen. Hier, Cutting Soap, kennt ihr das? Da schneiden die einfach Seife durch, ja, und ich find's cool, so. Ich weiß nicht, ob man's jetzt sieht. Auf jeden Fall, so Videos gebe ich mir, und da gibt's auch Leute, die fressen die fucking Seife, Digga. Die fressen die Seife. Gebt einfach mal bei Instagram ein Soap Eating. Sich geboten. Einmal gehört, will dieser Song nicht mehr aus dem Kopf verschwinden. Hier wird die Isolation mit Humor genommen, und das ist wahrscheinlich auch die sinnvollste Art und Weise, mit allem umzugehen. Ja, kenne ich auch nicht, ja. Ah, Psycho, den kennt man. Seine Haare führen auch ein Eigenleben mittlerweile, glaube ich. Um 11:45 oder 11:45, je nachdem, wo ihr herkommt, gibt Psycho mal wieder was zum Besten und es geht ordentlich nach vorne mit Rap in die Schnauze, ihr Sonnenhurs. Und das ist keine Beleidigung, ich spreche nur das Wort Sonnenuhr ein bisschen komisch aus. Also ihr seid alle Sonnenuhren. Ach ja, stabiles Eisen auf jeden Fall. 10:10 würde... Zur Mittagszeit um 12 kommt BNY oder BNI und sie singt einen eigentlich inhaltlich eher Herz-Schmerz-Song, aber verpackt das Ganze in einem nach vorne gehenden Dancehall-Stück und kann musikalisch auf ganzer Linie überzeugen. Eine herausragende Künstlerin, diese BNY oder BNI. Digga, ich dachte Drachenlord! Uff! Schade. 11:45 kommen die Nirvana Seekers. Die haben relativ wenig mit der Band Nirvana zu tun und haben ein Lied übers Morden und Foltern gemacht. Und das auf die chilligste Art und Weise, wie man ein Lied übers Morden und Foltern machen kann. Inhaltlich FSK 18, aber akustisch verpackt, als wäre es ein Sommerhit. Der Kontrast zwischen Inhalt und Sound macht diesen Song aus und gibt ihm das gewisse Etwas. Ich guck nochmal kurz wegen Ton. Ich hoffe... Oh ja, moin, Digga. Hallo! Um 12 Uhr... Hallo! Komm- ja. ja, alles gut. Der über Morden rappt, der Beat hat sich chillig angehört und der Typ sah interessant aus. Also ich stehe jetzt nicht auf Typen, ne, jetzt wehe jemand schreibt Homo oder so. Ich habe nichts gegen Homos, egal, aber ich bin keiner. Ja, machen wir weiter, ne? Und Anti, und er ist der Ersatzrapper für... Anti, Digga. Anti, ich kann euch mal eine kleine Story erzählen. Und zwar, Anti wollte ich in der ersten Runde vom JBB als Feature angeben, wenn es der Anti ist. Ich gehe davon aus. Und Julian so, nee, der darf nicht rein. Der rappt nicht gut. Oder gefällt mir nicht. Und ich so, okay, weil, naja, egal. Auf jeden Fall durfte ich ihn dann nicht als Feature nehmen und jetzt ist er einfach drin. Ehre. Anti auf jeden Fall korrekter Typ. Check mal seine Sachen aus hier. Der hat auch eine JBB-Quali gemacht. Anti,
Sound aus dem mattschwarzen Audi, der nächste Star am Himmel, so wie Alpha Centauri. Richtig gut, Alter. Jiggy mit seiner, nennen wir es mal, halbherzigen Qualifikation. Schöner, oldschooliger Kopfnicker-Shit, Rap-Skills sind vorhanden, Anti steht Jiggy in nichts nach und ist ein Seitenhieb an der Stelle, perfekter Ersatz. Yo. Um 12 Uhr. Der Merkass, der Wichser. Ich hab dem vor einer Woche geschrieben, ob der angenommen wurde. Er so, nein, Bruder, ich wurde nicht angenommen und keiner von meinen Homies und so. Ja, ja, Merkass, ja, ja. 45 kommt was locker Flockiges von Mechas und Brockster. Man munkelt, ob es sich bei Brockster möglicherweise um Sebastian Mitchell handelt, aber es kann auch sein, dass die sich nur ähnlich sehen und genau gleich klingen. Team Mechas Brockster hat einen Sommerhit über ein Ford Fiesta eingereicht. Den Track kenne ich sogar schon. Ford Fiesta, Ford Fiesta. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Hook geht, aber irgendwie sowas. Entspannt, um eine Chica so richtig schön durchzu... Ficken! Super entspannt, um es beim Autofahren zu hören. Vorzugsweise in einem Ford Fiesta. Um 13 Uhr kommt Luise und Luise singt einen Song, der im weitesten Sinne mit Fusilli-Nudeln zu tun hat, aber ihn darauf zu reduzieren, würde dem Song nicht wirklich gerecht werden. Was sie da mit irgendeiner Billigkamera aufnimmt und auf ihrer Gitarre spielt, ist in meinen Augen beeindruckender als die Hälfte vom letzten JBB. Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass ich daran nicht unschuldig bin, aber in der Corona-Cypher werde ich wieder genauso überzeugen, wie ihr es von mir gewohnt seid. Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Dann kenne ich nicht und das ist Parker auf jeden Fall. Kommt Parker. Früher hieß er Clash Parker, jetzt nur noch Parker und früher erinnerte er mich stark an Johnny Dixon, aber seine Qualifikation klingt jetzt mehr danach, dass Johnny Dixon ausgedient hat. Also ich vermisse ihn jedenfalls nicht, wenn ich mir das hier reinziehe. Parker hat sich gemacht und überzeugt musikalisch. Ja, den kenne ich auch. Auf jeden Fall, Parkers Quali ist stabil. Galaxy, geiles Lied. Dann kommt. Da ist übrigens der gute Sensory, mit dem Benson Feature gemacht hat. Vor längerer Zeit. Virgil van Dijk! Virgil van Dijk! Gibt euch einfach seine Tracks. Sensory, ein harter in die Fresse MC, der besser rappt als 90% aller Goldrapper, aber die Welt ist nun mal ungerecht. Wer Hardcore-Rap feiert, bekommt hier alles, was er sich wünscht. Hogan the Young kommt um 13.45 Uhr und ist definitiv der Heiße im Turnier und hat bei seinem Video definitiv die meisten Kalorien verbrannt. Kein Plan, ob wir in der Corona-Cypher oder in einem Cheerleading-Wettbewerb sind. Er ist auf Gras und er ist am Hüpfen, er ist also die Definition eines Grashüpfers. Was die Musikalität anbelangt, fährt er einen komplett eigenen Film. Ja, kenne ich auch nicht. Oh, Digga, nein. Dann kommt Gay Butters und der hat einfach mal die Corona-Hymne des Jahres gedroppt und aus musikalischer Sicht ist das nicht mal schlechter, für das er mal in der JBB Hall of Shame geht. Er hat übrigens das gleiche Mikro wie ich. Business. Sein Song hat sogar eine Refrain-Dramaturgie, bei der von Hook zu Hook die Epicness der Hook ansteigt. Jetzt schon ein echter Klassiker, bei dem man in 10 Jahren nach 5 Bier auf irgendeinem Grillabend denken wird, dass es ja mal so eine Corona-Krise gab und da war irgend so eine Schwuchtel mit einem Wix-Track. Jasper bringt das, was man... Ah ja, Jasper wusste ich auch, dass er angenommen war. Feier ich. Auch wenn zwischen Benson und Jasper... Also musikalisch, gebt euch mal das Album von Jasper, Bipolare Störung, Alter. Boah, heftig. Habe ich früher so oft gepumpt einfach. Und von ihm kennt. Abgewichsten Harten, ich vögel mit deiner ungewaschenen Mutter, Müllcontainer ohne Kondom, baller mir danach eine Handvoll mit Pillen. Und was guckst du mich eigentlich an, du Spasti-Rap? Rap-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Den kenne ich auch, das ist der Flow. Macht ungefähr in allen Turnieren mit, die es auf dieser Erdkugel gibt. Aber kann auf jeden Fall rappen, beziehungsweise singen, also so ein Hybrid aus beidem. Die Qualifikation von Flu hat mich echt berührt und zwar mit der Zungenspitze an meinem Anus. In seinem Song geht es darum, dass er unbedingt ins Turnier genommen werden möchte. Er schleimt da also die ganze Zeit auf unterhaltsamste und ausgesprochen musikalische Art und Weise rum. Also hat er sich seinen Platz mit musikalischen Skills verdient und nicht wegen des Inhalts, der aber darüber hinaus noch sehr unterhaltsam ist. Ja, die Quali fand ich auch witzig. 14.45 Uhr kommt Thomas H. Und auch wenn sein Künstlername klingt, als wäre er ein Krimineller, der gerade in der Bild zerrissen wird, Thomas H. stach dann 27 Mal auf das wehrlose Opfer ein, ist er ein Typ, der sich zu Hause vor seine billige Kamera gesetzt hat, um einen richtigen Song zu schmettern. Kein richtiges Mikrofon, kein Autotune, kein Kompressor, kein nichts. Ein Typ mit seiner Gitarre, der vor einer Kamera sitzt und losschmettert. Muss ich ja sagen, finde ich gar nicht schlecht, dieses Konzept. Auch Leute anzunehmen, die halt nicht dieses Equipment haben. Ich habe jetzt auch kein gutes. Aber generell, die halt noch nicht so diese ganzen Sachen
was heißt erarbeitet haben, aber die einfach Musik machen, so aus Passion und keine teuren. Ich kenne zum Beispiel welche in Oberhausen wohnen, die ich sag den Namen jetzt einfach mal nicht, La Familia. Auf jeden Fall, die haben so richtig teures Equipment, Digga, aber die können nicht rappen, dann bringt dir das auch nichts, so, ne? Und ich finde cool, dass hier Leute reinkommen, Gott schon nicht, die auch eben nicht diese Qualität erfüllen können, aber sehr viel Talent haben. Weil das ist viel wichtiger, weil wenn du Talent hast, grammatikalisch komplett falsch, wenn du Talent hast, das kannst du dir nicht kaufen, selbst wenn du ein 4.000-Euro-Mikro hast. Deswegen finde ich das ein gutes Konzept, ja. Um 15 Uhr kommt Romina. Sie hat einen Song nach ihrem Suizidversuch aufgenommen und thematisiert diesen darin. 940 PM heißt das gute Stück und ich denke, dass es in erster Linie Menschen Kraft geben soll, die in einer ähnlichen Situation sind oder gewesen sind. Auch wenn sich vielleicht nicht viele mit Suizid identifizieren können, gibt es sicherlich Menschen, die Kraft brauchen oder traurig sind in diesen Corona-Zeiten. Ein sehr rührender, emotionaler Song, der für Gänsehaut sorgt. Kenne ich auch nicht, den kenne ich. Also habe ich gesehen, die Quali. Hört sich aber erstmal sehr interessant an, weil wie viele, die mich vielleicht schon etwas länger verfolgen, auch wissen, dass ich vor allen Dingen vor meiner Verhandlung oder vor meinen beiden Verhandlungen extreme Suizidgedanken beziehungsweise ja, viele Gedanken nach dem, an das Leben nach dem Tod hatte. Und ja, deswegen hört sich das erstmal ganz interessant an. Mal schauen, wie es weitergeht. Um 3:15 kommt Mysep oder Mizep, ich bin mir da nicht so sicher. Und meine Fresse hat der Typ Hunger. Gebt dem nochmal einen an Steak oder so. Unglaublich, wie viel Bock der hat zu rappen. Er rattert da über den Beat, als würde es um sein scheiß Leben gehen. Absoluter Powertrack in die Schnauze. Ja, Mysep kann man auf jeden Fall nicht absprechen, dass er richtig gut rappt. Ich bin jetzt nicht sein allergrößter Fan. Beat ist geil an sich. Ich kann es sehr nachvollziehen, wenn man ihn feiert. Aber generell ist es nicht so meine Richtung. Danach geht es um 3:30 wieder sehr chillig zur Sache. Eigentlich sollte es sprachlich nur Deutsch und Englisch geben, aber Avuset und Mania Yuto haben etwas Italienisch mit einfließen lassen. Und weil das Ganze sehr musikalisch ist, habe ich da mal ein Auge zugedrückt. Sehr entspannter, angenehmer Song. Mania Yuto, die schon im JBC dabei war, glänzt hier wieder besonders mit ihrer schönen Stimmfarbe. Digga, was ist denn das JBC? Kenn ich nicht. Und kann ich auch nicht. Das ist doch Michael Rape, oder nicht? Michael Reyes, ehemals Michael Rape, kommt um 15.45 Uhr. Und warum er den besten Namen in der Geschichte der Menschheit ändert, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Aber ja, da muss ich Julian auf jeden Fall beipflichten. Nichtsdestotrotz ist sein Style auch ohne das Rape nicht sonderlich softer geworden. Asozialität auf höchstem Niveau. Es wird mit Müttern das gemacht, was ich gerade nicht sagen darf. Seine Jacke ist auf jeden Fall sehr geil. Michael Rape, muss ich sagen, er kann natürlich rappen, so, das kann ich ihm auch nicht absprechen. Ich war immer sehr, sehr gelangweilt von seinem Rap, weil er immer so, ja, und jetzt fick ich deine Mama, oh, ja, dies, das, so, weil, ein auf den, ne, deswegen, also da war ich nie so angetan von, auch gegen Amigo die Runde, da war ich eher so beim Einschlafen, ne? Also, ich bin da eher so der aggressivere Rap-Type-Hörer. Danke nochmal YouTube. Wenn das nicht Prophet Andy ist, an dem Beat erkenne ich den schon, Digga. Um 16 Uhr kommt Prophet Andy und da ist erstmal... Yo, der war auch im TNM. Habe ich auch, glaube ich, mal ein Let's Watch gemacht. Kranker Typ einfach, der sich mit Folie einwickelt und dann vor der Kamera rumtanzt. Ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Ich höre es jetzt privat nicht, aber bevor ihr alle rumheulen... Ich höre fast gar keinen Rap privat, also sehr wenig. Und ja, von daher. Feierabend. Prophet Andy hat einen absoluten Dachschaden, aber es ist unglaublich unterhaltsam, was er so von sich gibt. Sein Humor überschreitet so ziemlich jede Grenze des guten Geschmacks. Jedenfalls hoffe ich, dass es Humor sein soll. Denn ansonsten ist das hier ein Junge, der wirklich ernsthafte psychische Probleme hat. Prophet Andy ist definitiv nichts für Zartbeseitete. Um 16.15 Uhr kommt Wavy Lady und der hat einen komplett eigenen Style, den ich persönlich extrem feiere. Mich hat das etwas an alte Grunge-Zeiten erinnert. Wem Nevermind gefallen hat, könnte ein Lied finden, das einen etwas ähnlichen Vibe wie Something in the Way hat, nur moderner und nicht so düster und hoffnungslos, aber genauso angenehm vom Soundbild. Um 16.30 Uhr kommt Red Hat, Digga!
Hardcore in deine Fresse Rap. Leider etwas kurz das Ganze, aber er hat Hunger und ich denke, da wird noch einiges kommen. Rap-Hats werden nicht enttäuscht sein. Red-Hats auch nicht. Um 16.30 Uhr kommt Gopnik. Klingt sehr von Oleg Sash inspiriert, aber hat dennoch was Eigenes. Stimmt, Gopnik, hat Oleg Sash nicht mal einen Track gemacht, der so hieß? Ja, ne? Etwas chilliger das Ganze, nicht so chillig wie Nico Ritter, aber definitiv nicht in die Fresse. Rap-Fans werden sich freuen. Kanton bringt um 17 Uhr einen sehr aktuellen Song mit Bezug auf Corona. Ein Mix aus Rap und Gesang. Besonders hervorstechend tut das Video, das einfach so lonely ist wie kein zweites. Ein sehr gefühlvolles und zeitgemäßes Stück. Den Jungen kenne ich auf jeden Fall. Jackson, du weißt. Abi. Um 17.30 Uhr kommt Jackson. Michael Jackson war leider aus irgendwelchen Gründen verhindert. Ich muss gerade ein paar Tränen zurückhalten, aber dafür haben wir Jackson. Und Jackson hat mit Michael Jackson absolut nichts zu tun. Es gibt in die Fresse Rap, ein kurzer, knackiger 16er mit stabilen Rap-Skills. Donny, der Beat hört sich geil an. 42 macht Shisha-Bar-Musik und die Shisha-Bar ist eine Lokalität, in der man jetzt ja gerade nicht wirklich abhängen kann wegen Corona. Also kann man das Ganze gerade mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten. Denn die Zeit, aus der dieser Track kommt, ist offensichtlich nicht ganz aktuell. Aber diese Zeit wird wiederkommen, sobald die Corona-Krise überstanden ist. Wer eine Shisha-Bar-Affinität hat, wird hier vielleicht ein bisschen Hoffnung auf bessere Tage finden. Um 17.45 kommt Gouvier oder Gouvier. Vielleicht frage ich beim nächsten Mal nach Lautschrift bei diesem für mich alten Allmann unaussprechlichen Namen. Und der macht ebenfalls etwas Richtung Shisha-Bar-Musik, aber ein, zwei Nummern härter, als es bei Donny 42 der Fall ist. Geht auch etwas Richtung Straße, aber wegen Corona wird ja aus jedem Straßenrapper jetzt ein Zimmerrapper. Also Shisha-Bar-mäßiger, etwas härterer Zimmerrap. Last but not least, um 18 Uhr kommt Der Beat hört sich auch richtig fett an. Ishi, Cashi, Cashi, Kaishi, was auch immer. Und das ist ein Battle-Rapper mit einer von oben herab Mentalität, wie sie im Buche steht. 16 Zeilen Punchlines auf einem fetten Beat in die Schnauze. Und das ist das Line-Up für die Corona-Cypher. Für den Fall, dass ihr morgen ein paar Qualifikationen gesehen und bewertet habt, aber immer noch ja, eine gut. Weile habt. Und ich weiß, ich werde auf jeden Fall ein paar noch aufgenommen habe, sonst raste ich hier ganz aus, nicht? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen, wie Spiegel, um Kollega zu zitieren, wir sehen uns auf jeden Fall morgen, denke ich, wenn ich livestreame. Also ein paar Qualis werde ich livestreamen, vielleicht ein, zwei Stunden, ich bin momentan am Umziehen, Double Time ist am Start, deswegen habe ich nicht ganz so viel Zeit. Ich werde auf jeden Fall auch Videos machen. Und einen Discord werde ich noch aufmachen, den werde ich heute erstellen. Und Strawpoll wird jedes Mal auf jeden Fall am Start sein, damit abgestimmt werden kann, wen ihr am besten findet. Und vielleicht werde ich ja, wenn die Gruppenkonstellation bekannt gegeben ist, dieses Turnier, so, also das war zumindest mein Plan, mal schauen, wie der sich in die Tat umsetzen lässt, werde ich dieses Turnier virtuell fortführen, im Prinzip, so dass jedes Strawpoll jede Strawpoll-Umfrage repräsentativ für die Zuschauer sein wird. Also wird immer der weiterkommen, den die Zuschauer vorne sehen. Und so wird das Turnier so zu Ende geführt. Habe ich mir das zumindest ausgemalt, wie die Zuschauer es entschieden hätten. Ja, vielleicht wird das auch irgendwie ein bisschen schwierig. Schauen wir mal, aber irgendwas kriegen wir da schon hin. Ich will ja nicht komplett Jay Jiggy biten und hier eine Tafel aufstellen. Kommt dann nächste Woche. Ja, genau. Dann schreibt mir mal in die Kommentare, wen ihr vielleicht am besten feiert, am besten findet, jetzt schon mal so vom Vorgeschmack und haut rein, Mann.